So, wir haben uns hier wieder zwei richtig gute rausgesucht. Ich habe natürlich schon ein bisschen vorgeluckt und denke mir, das sind so zwei Kandidaten, die man morgen auch als Gegner wieder auf der Bühne erkennen kann. Fix und fertig vorgebräunt, rasiert, gepflegt. So will man das sehen und so gefällt mir das. Stellt euch doch einfach mal mit vollständigen Namen vor und wie habt ihr euch qualifiziert für die 60. Deutsche? Ja, mein Name ist Oliver Sesto. Das ist jetzt mein 22. Wettkampf morgen. Und ich habe mich einmal auf der Fränkischen habe ich den Gesamtsieg geholt und qualifiziert habe ich mich jetzt auf der Hessen und habe auch den Gesamtsieg im Classic Bodybuilding geholt. Den nächsten Teilnehmer kenne ich überhaupt nicht, deshalb lassen wir einfach mal. Also, mein Name ist Stefan Moderer. Ich habe mich auf der Bayerischen qualifiziert und ja, bin happy, dass ich hier sein darf und dass das alles so hoffentlich gut verläuft morgen. Wir werden kämpfen, beide wahrscheinlich unser Bestes geben und möge der Bessere gewinnen und ja. Du nimmst mir ja fast schon alles vorweg, aber was haben wir denn auf der Masters für einen Platz gemacht? Ja, auf der Masters war es auch der erste Platz, also insofern richtig geil. Und? Kein Gesamtsieg gemacht, oder? Ja, okay. Ja, ja. Ich meine, du bist natürlich top vorbereitet, ne? Und ich selber habe jetzt auch vor einem Jahr angefangen, Athleten vorzubereiten. Mein großes Vorbild, wenn es darum geht, Athleten vorzubereiten, steht da hinten abseits der Bernhard. Bernhard Schubert. Wo hat er dich entdeckt? Wo hat er dich ausgegraben? Wo findet man solche Athleten? Ja, es war einfach so, dass ich über Jahre hinweg schon immer mal geliebäugelt habe, dass ich sage, okay, ich möchte es mal wissen, auf die Bühne und so weiter. Habe den Sport immer geliebt und immer eigentlich mitverfolgt, auch von der Szene her. Und jetzt wollte ich es einfach mal wissen, auf meine nicht so ganz jungen Tage. Aber das Alter muss man ja nicht verraten. Aber wie gesagt, jetzt stehe ich hier und gebe mein Bestes morgen. Darauf wollte ich natürlich hinaus, weil das ist das, was die Leute erfahren wollen. Wie alt bist du? Ich bin 27 noch. Das ist überhaupt nichts. 27. Mit 27 habe ich meine erste Deutsche gewonnen, 1997. Fast. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe es gar nicht gewonnen, ich habe es gegen Markus Röhl verloren. Da darf man auch verlieren. Da habe ich das erste Mal teilgenommen. So hätte ich es besser sagen können. Hast du jetzt Lust, morgen gegen so einen alten Sack zu verlieren? Lust habe ich definitiv auch morgen zu verlieren. Das schauen wir uns mal an. Ja, ich würde sagen, morgen heißt es dann alt gegen jung, Langbart gegen Schnauzer. Langbart gegen Pornobart. Gegen Pornobalken, ja. Schauen wir uns mal an, was da passiert morgen. Ihr habt auf jeden Fall den nötigen Humor, den man braucht. Jungs, ich habe natürlich absichtlich ein bisschen angestachelt, weil die Leute da draußen sind heiß. Das ist klar, die gucken jetzt heute Abend eine Reportage an von Body Extreme und wollen wissen, wer macht bei der Deutschen mit, wer sind die Top-Finalisten und wen haben wir uns rausgesucht. Ist natürlich klar, es kommt niemand auf eine Deutsche, um zu sagen, ja, ich bin froh, wenn ich im Finale stehe. Ihr wollt gewinnen, wir wollen was sehen, wir wollen Fleisch sehen, geht ein bisschen nach rechts, zeigt uns Beef, komm, haut ein paar Posen raus, Feuer frei. Ah, da wird's mir warm ums Herz. Sehr gut, Jungs. Deine Streifen in der Brust nochmal, komm. Voll. Jungs, jetzt schaut klasse. Gut.